Hallo zum dritten Teil. Ich zeige euch heute, wie ich den Stern aussäge. Dazu haben wir ja in der letzten Folge den Stern in QCAD gezeichnet. Und jetzt müssen wir den ausdrucken und dann das Ausgedruckte auf die Multiplexplatte kleben. Und dazu gehen wir einfach mal in QCAD rein. Und hier haben wir unseren Stern. Ich habe den Stern schon was kleiner gemacht und hier hin positioniert. Ich tue jetzt mal die anderen Sachen alle ausblenden. Dann sehen wir nur den Stern. Und den möchte ich jetzt ausdrucken. Dazu gehe ich mal in die Druckvorschau. Da gibt es hier oben das Symbol. Und dann sehe ich hier meine DIN A4 Seite. Und hier mit dem Symbol Papierposition verschieben. Kann ich dann diese Seite verschieben und setze die dann hier hin. Dann habe ich den Stern da komplett drauf. Ja, und dann kann ich hier auf Drucken gehen. Mache dann nur schwarz-weiß. Qualität lasse ich alles auf Normal und sage dann einfach Drucken. Ja, das sieht gut aus und das nehme ich gleich mit runter in den Keller und dann machen wir da weiter. So, nun sind wir hier in meinem Bastelkeller. Ich habe den Stern nochmal ganz grob ausgeschnitten und jetzt mache ich hier hinten einen Sprühkleber drauf und dann kleben wir den hier auf die Multiplexplatte. So, der Stern ist jetzt hier drauf geklebt und jetzt säge ich mit der Dekopiersäge einmal hier außen rum. So, den Stern habe ich jetzt ausgesägt und um jetzt hier die inneren Teile auszusägen, muss ich die erstmal vorbohren und das mache ich jetzt mal. Die Löcher habe ich jetzt hier drin und ich muss jetzt die Innenteile hier aussägen. Dazu muss ich immer das Sägeblatt hier abschrauben, dann hier durch das Loch fädeln, wieder einschrauben, kann dann ein Teil aussägen und dann muss ich alles wieder abschrauben, ins nächste Loch gehen und so gehe ich dann einmal rum. Okay, das hat jetzt etwas gedauert. Ich habe die Innenteile jetzt alle ausgesägt und ich schleife jetzt noch ein bisschen die Kanten ab und dann kann man das Papier hier, das kann man dann ganz einfach, kann man das dann abziehen und dann habe ich den ersten Stern fertig. Ja, das war es dann auch mit dem dritten Teil und bis bald.